Herzlich willkommen bei Virus Online Teil, ich weiß nicht, 75 oder so. Heute machen wir Faktencheck mit einer Profi-Faktencheckerin. Du bist von Beruf Faktencheckerin, ne? Genau, ja. Beim Korrektiv, genau. Eine sehr gute Einrichtung, wo ihr auch Mitglied werden könnt, ne? Da kann man Mitglied werden mit so einem Jahresbeitrag oder Monatsbeitrag und dann kann man unterstützen, dass Tatsachen journalistisch geprüft werden. So, jetzt bist du aber dran, denn du bist die Journalistin, nicht ich. Genau, also es kursieren gerade total viele Videos im Netz, bei denen Leute auf einem so Tupfer und Stäbchen sind so Antigen-Schnelltests irgendwie unter das Mikroskop halten und dann sieht man da irgendwelche schwarze, ich nenne es mal Fäden, die sich irgendwie auch zu bewegen scheinen, je nachdem, wenn da Wärme hinkommt oder Leute pusten und so. Und ja, da kursieren irgendwie die wildesten Theorien dazu, dass es irgendwelche Parasiten sind, Stichwort Morgellonen oder Roboter oder sonst irgendwas. Ja. Und ja, meine Frage wäre so ein bisschen, was glaubst du denn, was das tatsächlich sein könnte? Ja, also ich glaube gar nichts. Ich prüfe, ne? Ich bin vom Beruf Kriminalbiologe und mache das schon sehr lange, auch mit religiösen Wundern, also weinende Gemälde, wo Tränen rauslaufen, Blutwunder in Neapel, das Leichenöl der heiligen Walburga und so. Also ich bin da aufgeschlossen und gucke mir das gerne an. Ich finde das persönlich also spannend und interessant, wenn so Sachen, die sonst keiner glaubt, da sind. Und deine Frage hat schon direkt viele Einzelheiten. Also das erste sind Morgellonen allgemein oder Morgellons. Morgellons, das sind so unbekannte Wesen. Das können manchmal, kann das von der Größe von Bakterien sein, Viren, die natürlich noch viel kleiner sind. Das kann aber auch noch kleiner werden, dass das so... Das ist selten, aber das gibt es auch, dass es Strahlen sind. Manche Leute sehen es auch nur so als die Krankheit an sich. Also es juckt und die Leute kratzen sich die Haut auf oder haben unter der Haut das Gefühl, wo man sich nicht kratzen kann, dass da was ist. Ich kenne die Leute, also ich lade die zu mir ein ins Labor. Die können sich das unter dem Vergrößerungsgerät angucken. Die bringen meistens was mit. Und die häufigsten Morgellonen oder Morgellons sind einfach Textilfasern. Das sind Kleidungsfasern, die werden sehr häufig mit Hautschuppen zusammengedreht, wenn die Leute sich so über die Haut reiben. Manchmal duschen die sich jetzt auch nicht jeden Tag, sondern vielleicht nur ein bisschen seltener oder wechseln ihre Kleidung nicht so häufig oder irgendwas. Also ist ja nicht schlimm, ne? Kannst du ja machen. Aber dann hast du halt sehr viele Hautschuppen auf der Haut und Schweiß. Und wenn du das dann zusammendrehst, verdreht sich das mit den Textilfasern. Und das sieht halt immer so aus, wie wenn du das noch nie gesehen hast, wie eben was Würmchenförmiges oder so. Weil Textilfasern sind halt lange Fäden, die sind aber sehr dünn häufig. Und wenn die abbrechen, dann sind sie halt kürzer. Das ist das Erste. Auf das Thema mit den Morgellonen, da habe ich ja gerade ein Video zu gemacht, das können sich dann auch alle angucken oder das könnt ihr verlinken oder so. Es gibt auch andere Gründe. Also die Leute können Borrelien haben, dann juckt es die ganze Zeit. Es ist auch tatsächlich so, dass ihnen oft nicht geglaubt wird. Also ich habe zum Beispiel viele, die sind so, das sind so früh pensionierte oder früh verrentete, so mittelalte bis ältere Damen, die künstlerisch auch sehr veranlagt sind, weißt du, und wenn die zum Arzt gehen und sagen, ja, niemand kann mir helfen, bei mir juckt's und offensichtlich kratzen die sich auch wirklich überall auf und dann denkt natürlich jeder, ach du liebes bisschen, ne? Die haben fürchterliche Angst vor der Psychiatrie, weil sie halt auch wirklich denken, da gehören sie nicht hin, das kann ich auch nachvollziehen. Eine hat mir mal erzählt, sie ist dann in die Psychiatrie mal gegangen, weil ihr Hausarzt, die Hausärztin das gesagt hat. Und dann haben die gesagt, jetzt passen Sie mal auf, wenn Sie weiter hier überall Dinge einsammeln aus Ihrer Wohnung, das hat man früher Matchbox Disease genannt, also Streichholzschachtelerkrankung, weil die das dann gerne auch in Streichholzschachteln sammeln, dann bleiben Sie hier. Das meinte der Psychiater wahrscheinlich gar nicht so schlimm, wie sich das angehört hat, aber stell dir mal vor, zu dir wird einer sagen, also du suchst Hilfe und du funktionierst eigentlich auch so, ne? Also das ist jetzt nicht so, dass du irgendwie mit zotteligen Bart und einer Flasche Schnaps durch die Straße geisterst und auf der Straße schläfst oder so. Und dann sagt der Arzt, den du um Hilfe fragst oder die Ärztin, ja, jetzt bleiben sie aber hier, wenn sie jetzt damit nicht aufhören. Also das ist natürlich, also das ist dieses Morgellonen-Problem. Was aber das wirklich... Das heißt, das sind eigentlich quasi, also das ist vor allem dann sozusagen, also nicht Einbildung, aber es ist jetzt kein Parasit, sondern es sind letztendlich Fusseln, die jemanden... Ganz genau. Nee, das Jucken kommt meistens von was anderem. Allergien, Borrelien,
schlechtes Immunsystem, Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Also genau die Sachen, die wirklich nur rauszukriegen sind, wenn du gründlich testest. Also, ein Hausarzt, eine Hausärztin ist oft auch damit überfordert. Ich kann dir das besonders bei den Borrelien sagen, dass ich würde mal sagen, 99% der Leute, die hier ankommen und Borrelien haben, wurden nie darauf getestet. Weil das heutzutage auch sowas ist, da denkst du auch nicht unbedingt dran, ne? Weil das auch so unspezifisch ist, besonders wenn die Leute so ganz leicht ungepflegt sind. Ich meine das wirklich nicht abwertend. Also ich meine jetzt wirklich nur, was man vielleicht kennt, wenn Leute, sagen wir mal, Leute sind zu lang miteinander verheiratet, ja, und hocken die ganze Zeit aufeinander, dann sagen die, ach komm, jetzt brauche ich mir die Haare heute auch wirklich nicht waschen, ne? Oder komm, jetzt kann ich auch dieselbe Unterhose ruhig nochmal anziehen. Ich meine, wir gehen eh nicht vor die Tür und wenn ja, dann ist da frische Luft. Also so, ne? Und wenn die dann alleine leben, dann wird das halt auch nicht besser. Also viele von denen sind auch alleinlebend. Ich muss aber sagen, ich habe auch total also Menschen, die offensichtlich irgendwas wirklich in der Wohnung haben, also in Textilien drin, in irgendwelchen Sofas oder sowas, die ganze Wohnung blitzblank geräumt haben. Also da ist wirklich, das sieht sauberer als in einem Museum aus. Und da ist das häufig dann so, das sind dann teilweise irgendwelche Lebewesen oder Stücke von denen, gegen die allergisch sind. Die Leute schleppen was aus dem Garten ein, das habe ich auch schon ganz oft gesehen. Und der Fehler ist, das, was die einsammeln, hat nichts mit dem zu tun, warum es die juckt. Das ist das Problem. Und deswegen werden die auch nicht ernst genommen, weil wenn die dann mit ihrer früher Streichholzschachtel oder heute halt mit irgendeinem Beutel oder so ankommen und dir das zeigen, dann sagen die Leute, okay, das, was die mir zeigen, ist Bullshit, also ist auch das, was die fühlen, Bullshit. Und das stimmt natürlich nicht. Und das ist eine Riesen, also gerade Leute, die auch vielleicht, manchmal sind es leichtgläubige Leute, manchmal einfach Leute, die sich super tief ins Thema reinfuchsen, manchmal Leute, die eben Ursache und Wirkung nicht richtig verstehen, weil sie halt keine Ahnung von Medizin haben oder von Biologie oder von Insekten. Also da gibt es so viele Gründe. Und das ist dann unter diesem Begriff Morgellons zusammengefallen. Als ich das erste Mal veröffentlicht habe in der Zeitung Die Zeit, der Artikel ist auch noch online, von 2004, da gab es den Begriff Morgellonen noch gar nicht, zumindest in Deutschland nicht. Also da fließt unheimlich viel zusammen. So, jetzt zu den Fäden. Was mich total verblüfft hat in den letzten Tagen ist, dass die Menschen nicht einfach eine Lupe nehmen. Ich habe 2 Videos gemacht und habe gesagt, nehmt euch doch eine Lupe vom Opa, die Leselupe, oder kauft euch beim Optiker oder der Optikerin für 5 € oder bei eBay so eine Plastiklupe für Kinder. Dann siehst du, dass diese Fädchen sich bewegen, weil Textilfasern nehmen Feuchtigkeit auf oder wie du gesagt hast, Wärme oder wenn du draufhauchst, Feuchtigkeit plus Wärme. Und dann verformt sich das halt, weil das ist halt länglich und wenn sich was ausdehnt oder zusammenzieht, was länglich und gekrümmt ist, dann sieht es halt aus wie ein Wurm, der sich bewegt. Ist doch klar. Also viele haben es auch gemacht. Also interessanterweise haben wir dann Zuschriften bekommen und die Leute haben es besonders bei Facebook bei uns dann auch gepostet und haben auch gesehen, dass das Textilfasern sind. Das Zweite, was ich gestern Abend gelernt habe, da habe ich 1,5 Stunden mit so Leuten, die Impfungen nicht mögen und Masken nicht mögen, geredet. Das war auch sehr interessant. Und die waren, glaube ich, eher davon verblüfft, wie einfach das ist, dass du zum Beispiel gerade diese schwarzen angeblichen Würmchen natürlich auf einer weißen Maske besonders gut siehst. Aber dann habe ich gesagt, wisst ihr, ich mache das hier seit 25 Jahren. Wir sehen halt auch zum Beispiel dunkelgrüne Fasern auf dunkelrot. Die siehst du halt nicht sofort. Oder meine Frau, die hat zum Beispiel eine weiße Faser, weil die nur schwarze Masken trägt, auf der schwarzen Maske gesehen. Also da kommst du natürlich als normaler Sachverständiger, ich bin ja öffentlich bestellt und vereidigt als Sachverständiger, da kommst du natürlich gar nicht drauf, dass es manchmal nur so was Simples ist wie, ach so, schwarz fällt auf weiß natürlich total auf. Also das ist dann so ein bisschen, da sind wir so ein bisschen auch beschränkt in unserer Wahrnehmung. Und das heißt, also du glaubst auch, dass, oder was heißt du glaubst, du gehst davon aus, wie auch immer wir es ausdrücken wollen. Ich untersuche. Ja, du untersuchst. Das heißt, es wäre jetzt auch, also es wäre aus deiner Sicht, ist es was Natürliches, dass irgendwie auch so Stäbchen dann vielleicht irgendwie so ein Fussel drauf ist quasi. Ja. Oder also ist das irgendwie ein Problem quasi in irgendeiner Form? Oder? Ja, wohl, genau. Also da kommt auch wieder was zusammen, was ich verstehe, besonders bei so ängstlicheren Menschen. Ich meine, du und ich, wir würden vielleicht sagen, ja gut, ich meine, in der Wattefabrik stellen sie vielleicht auch rosa Watte her und schwarze Watte oder in der Maskenfabrik. Wie ich schon sagte, dunkelgrüne Masken und dunkelrote Masken, weil es modisch sein soll.
Oder zum Beispiel, ich hatte eine Zeit lang Masken aus der Türkei, die hier verkauft wurden, weil in der Türkei ja sehr viel Textilindustrie ist. Und die haben dann einfach super schnell diese Masken ins Sortiment aufgenommen. Ne? Das war letztes Jahr. Und natürlich, wenn die da alle an riesigen Tischen nähen oder auch in Bangladesch zum Beispiel, dann ist das natürlich kein Reinraum, wie wenn du Computerchips herstellst. Also die einzige staubfreie Umgebung, in der irgendwas hergestellt wird, sind Computerchips. Und die müssen noch nicht mal steril sein. Also da wären Bakterien kein Problem. So, jetzt bei den Wattestäbchen und bei den Masken ist es so, die werden ja, also gerade die Wattestäbchen, die werden ja hinterher, werden die ja sterilisiert. Das heißt, die Maschine, die die Wattestäbchen zusammendreht, oder in manchen Gegenden auch noch die Menschen, die die zusammendrehen, aber die, die wir jetzt haben, sind von Maschinen zusammengedreht, da musst du überhaupt keinen, da musst du weder eine staubfreie Umgebung haben, noch eine fusselfreie Umgebung, noch eine sterile Umgebung, noch einen Reinraum. Das ist überhaupt nicht nötig, sondern hinterher, wenn die unter halbwegs sauberen Bedingungen, das ist natürlich sauber, ne, hergestellt werden, dann wird hinterher dieses EO oder ETO, ne, Ethylenoxid, wovor dann auch viele Angst haben, das wird als Gas darüber geleitet und dann stirbt halt alles. Das heißt, dann sind die sowieso steril, also wenn die dann verpackt werden. Aber das passiert am Ende. Und viele Leute glauben, wenn du ein steriles Produkt herstellst, dann muss das von vornherein steril sein. Also dann müssen die Fasern schon steril sein und die Fabrik muss steril sein. Das ist aber nicht so. Okay. Und dieses, was du gerade meintest, ich habe den Namen Lehnoxid. genau, das ist nämlich tatsächlich auch was, wo jetzt irgendwie viele mit ankommen, das sei irgendwie giftig und gefährlich, aber du sagst, es wird quasi einfach verwendet, um die zu sterilisieren, also zu. Ja, um die Viren und Bakterien zu töten, in erster Linie. Du kriegst auch Erbsubstanz, kannst du sogar auch manchmal damit kaputt kriegen. Also genau, dafür wird es benutzt. Und da haben wir auch schon ein Video zu gemacht. Das ist seit vorgestern online. Oder seit gestern, die Menge ist halt total gering. Also viele haben halt Angst, weil das in den Körper reingeführt wird. Kann ich auch verstehen. Ne? Du hast ein Wattestäbchen, das wird jetzt in den Körper reingeschoben. Und dann ist da ein Gift dran, das will ich halt nicht. Besonders im Kopfbereich will ich keine Gifte. Wobei man natürlich schmunzeln muss, wenn Raucher oder so das sagen, dann sagt man natürlich Raucherinnen, denkst du dir, ja, okay, also da atmest du auch noch ganz andere Sachen ein. Und das ist eben der ganze Punkt. Die Menge ist so gering. Also erstmal ist das sowieso nur ein Gas. Das heißt, das ist jetzt nicht irgendwie wie Streusel oder Teer oder sowas, was jetzt da dran klebt oder sich da reinarbeitet. Das ist das eine. Aber das andere ist, die Menge ist so gering, dass wenn du davor Angst haben hättest, dann dürftest du halt zum Beispiel auch nicht mehr an der Tankstelle tanken, weil alleine das, was du da einatmest an giftigen Stoffen, ist wahrscheinlich, ich will jetzt keine Zahl sagen, aber das Vielfache. Oder wenn du mit einem Raucher oder einer Raucherin im Raum sitzt, selbst wenn du dieses Vapen machst, was ja angeblich so schadstofffrei ist, selbst das enthält wesentlich mehr Schadstoffe, als du jemals machen könntest. Ich habe es also in dem Video so gemacht, dass ich dann einfach so ein Wattestäbchen einfach mal abgebissen habe und darauf rumgekaut habe. Ich konnte es nicht essen, weil da noch so ein Stück Plastik drin war. Aber ich habe gesagt, ich mache den Challenge. Also kannst du sehen, den Challenge. Ich habe gesagt, wenn genügend Leute jetzt zusammenkommen und immer noch Angst haben, dann werde ich vor euren Augen, ohne Schnitt, also so, dass keiner sagen kann, da es wurde irgendwas ausgetauscht, dann fitzel ich euch 20 oder 100 von diesen Watte-Dingern ab und dann esse ich die. Weil Watte kann man essen. Das ist total egal, da passiert überhaupt nichts. Und dieses Sterilisierungsgas, ich kann gar nicht beschreiben, wie gering die Menge ist. Also ich habe im Video gesagt, das ist so, als ob du einen Zuckerwürfel in alle Ozeane der Erde reinschmeißt. Aber vielleicht ist es sogar noch weniger, was da übrig bleibt. Also das macht sozusagen die Bakterien und Viren kaputt. Und dann ist das aber auch wieder weg, sozusagen. Ne? Das ist natürlich anders als im Alltag. Da kennst du das nicht. Im Alltag denkst du dir, ja, wenn ich irgendwo auf eine Tischdecke Rotwein gieße, dann ist der Rotwein ja, auch wenn die Flüssigkeit weg ist, dann ist die Farbe ja noch da drin. Aber so ist das bei diesem Ethylenoxid nicht. Das bleibt jetzt nicht da drin. Ne? Okay, ergibt Sinn. Klingt für mich sehr logisch. Ach so, genau. Jetzt mal angenommen, also ich sage jetzt mal, ich gehe davon aus, dass es Fusseln sind, aber angenommen, da wären doch irgendwelche Parasiten oder sowas. Ist es aus deiner Sicht überhaupt möglich, dass die darauf auf so ein Wattestäbchen überleben, wenn das irgendwie eingeschweißt ist und solche Dinge? Also ist es theoretisch möglich oder? Ja, wurde ich auch gefragt, schon öfter. Und zwar das eine Video, was ich online gestellt habe, was mehr so über die Morgellonen geht und was das alles so sein kann. Insektenbruchstücke, wie gesagt, aus dem Garten eingeschleppt oder alles Mögliche. Oder auch wurmförmige Dinger. Also
Da könnte es in seltenen Fällen sein, ich würde es nicht Parasit nennen oder so, dass da mal irgendwas dran dabei ist, was bei dir Juckreiz und so erzeugen kann. Zum Beispiel klassischerweise halt alles, was Milben sind. Meine Frau zum Beispiel ist gegen alle Milben allergisch. Nicht nur gegen Hausstaubmilben, sondern gegen alle. Das weiß ich, weil ich habe Fauchschaben als Haustiere und da leben Milben drauf, immer. Also die Milben machen die sauber, die Schaben. Und die haben da so eine Partnerschaft, die Milben und die Schaben. Und die kann die Schaben nicht anfassen, weil selbst wenn gar keine Milbe drauf ist, sogar die Reste von den Milben, Speichel, weiß der Teufel was, ist meine Frau allergisch gegen. Also ich wirklich, man muss das wirklich ernst nehmen, wenn die Leute sagen, dass sie irgendwelchen Juckreiz oder sonstige Erscheinungen haben oder Hautausschlag oder sonst irgendwas. Wobei natürlich das Immunsystem auch eine große Rolle spielt. Wenn du dich schlecht ernährst, dann hast du natürlich auch ein schlechtes Immunsystem. Oder wenn du total beleibt bist, also alles, was jetzt auch bei Corona mit reinspielt, oder wenn du viel rauchst, das sollte man auch nicht vergessen. Also viele Leute ernähren sich auch total schlecht. Deswegen haben die sowieso schon ein super beschissenes Immunsystem, ne? Also wenn du dich zum Beispiel von Eiern, Milch, Fleisch und so weiter ernährst, dann ist dein Immunsystem eh schon in einer schlechten Lage. Und dann kommen natürlich andere schlechte Gewohnheiten, zum Beispiel wenig Bewegung. Das habt ihr sicher auch gesehen beim Korrektiv. Das ist vor einem Monat oder so ganz groß durch die Presse gegangen. Wenn du hauptsächlich sitzend arbeitest, ist das genauso gefährlich wie Kettenrauchen. Ne? Also auf sowas kommt man ja gar nicht, wenn du mit Leuten redest. Dann fragst du ja nicht, sagen Sie mal, arbeiten Sie sitzend oder stehend oder laufend oder wie viel bewegen Sie sich? Aber das musste man eigentlich machen. Und Ärzte und Ärztinnen haben natürlich keine Zeit, das jedes Mal abzuprüfen. Die kriegen ja kein Geld dafür. Die müssen ja von irgendwas ihren Laden bezahlen. Also deswegen würde ich sagen, in seltenen Ausnahmefällen könntest du, wenn du irgendwelche Tupfer irgendwo langziehst, also jetzt im Haushalt, könnte da auch mal irgendeine Milbe oder im Extremfall, wenn du es mit Erde machst, zum Beispiel Milzbrand, eine Milzbrandsporen dran sein. Ob du daran jetzt erkrankst, ist eine andere Frage, weil ich glaube, wenn du dich normal ernährst, kriegst du auch nicht so leicht Milzbrand und wenn du ein fitter, gesunder Mensch bist. Aber gut, kann natürlich trotzdem passieren. Andere Erreger halten sich nicht. Die meisten Erreger, zum Beispiel HIV oder sowas, die sterben in der Sekunde, wo die draußen sind. Du kannst ja mit Leuten, also du bist jetzt ja noch so jung, ne? Aber ich bin ja noch sozusagen mit der Panik, mit der HIV-Panik aufgewachsen. Du kannst ja sogar mit jemandem, der AIDS hat, also nicht HIV-Viren im Körper, sondern echt ausgebrochenes AIDS hat, mit dem kannst du ja aus einer Bierflasche trinken. Da passiert überhaupt nichts. Also nur mal zu zeigen, dass extrem gefährliche Erreger auch super schnell sterben. Jetzt juckt sich schon, ja. Weil wir gerade über die Milben reden. Und genau, kratz, 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 genau. Ich krieg das auch, ich kenne das, ich krieg das auch mit. Ja. Nee, ich kenne das, wirklich. Das kommt nämlich auch noch dazu. Diese Einbildung, nicht im negativen Sinne, sondern die jeder kennt, also die normale alltägliche Einbildung, die trägt natürlich auch dazu bei. Sag mal ein Beispiel. Wenn du die ganze Zeit daran denkst, dass es dich juckt, dann achtest du viel stärker darauf und dann merkst du es viel stärker, weil natürlich juckt es sich den ganzen Tag irgendwo, nur du merkst es gar nicht. Da gibt es ein sehr schönes Beispiel dazu von Menschen, die sehr stark nach innen gewendete Wahrnehmung haben, von Autisten, weil ich bin im Vorstand in so einem Autismusverband. Und da gibt es also tatsächlich Leute, die spüren können, also jeder Mensch hat zwischendurch so Herzaussetzer, hat jeder. Aber das merkst du normalerweise gar nicht. Aber wenn du sehr stark darauf achtest, dann können die dir genau sagen, wie oft und wann die diese Herzaussetzer hatten. Also, und das ist natürlich beim Juckreiz und ähnlichem oder Kopfschmerz dasselbe. Zum Beispiel ich interessiere mich überhaupt nicht für Kopfschmerzen, weil ich keine Migräne habe und keine starken Kopfschmerzen. Deswegen, wenn ich mal irgendwo ein Ziehen hätte, das würde mich gar nicht interessieren, weil ich mit dem Interview mit dir abgelenkt wäre. Während andere Leute, die Angst davor haben, dass sie einen Tumor haben oder wieder Migräne kriegen, die achten natürlich mega stark darauf. So, das ist also das. Jetzt bei den Wattestäbchen, die aus den Fabriken kommen, also ich wurde heute sehr viel nach Fadenwürmern gefragt, weil ich in meiner Diplomarbeit auch damit gearbeitet habe und bei Morgellonen das auch mal gezeigt habe. Also die können überhaupt nicht überleben, weil die vertrocknen sofort. Also wenn du Fadenwürmer wobei die meisten auch völlig ungefährlich sind, also wenn du Gartenerde, also sagen wir mal, du gärtnerst, dann hast du die ganze Zeit wirklich jetzt, kein Witz, hast du Milliarden von Fadenwürmern in feuchter Erde. Also 2 Stunden Gartenarbeit, da bist du von oben bis unten mit Fadenwürmern an deinen Händen zumindest oder wo auch immer du die Erde hast, eingedeckt. Also die sind völlig ungefährlich. Dann gibt es natürlich auch welche, die sich in den Körper einnisten können. Das sind größere Tiere, die dann aus Eiern eben schlüpfen und die werden über Wattetupfer nicht übertragen. Also ich denke, dass die Eier das in der Regel nicht überleben. Jetzt sagen wir mal, der Wattetupfer wäre jetzt noch feucht. Und es wäre irgendein Ei, was sich super lange halten kann, dann könnte natürlich in irgendeinem Extremfall,
der so selten ist, dass ich den noch nie erlebt habe, könntest du natürlich auch über so einen Wattetupfer dich da anstecken, wenn der in die Nase geschoben wird. Aber dazu müsste jemand in der Fabrik, in der Wattetupferfabrik, dann müsste der ein komplett verwahrloster, also sozial und körperlich verwahrloster Mitarbeiter sein, der also echt dermaßen sozusagen, ich sag mal ein Beispiel für Kolibakterien, die sind jetzt nicht so gefährlich, aber es gibt auch welche, die gefährlich sind, deswegen erwähne ich es mal, die hat jeder Mensch überall am Körper, die hast du unter anderem im Kot. Da müsste jetzt quasi der Mitarbeiter von der Wattestäbchenfabrik, der geht auf die Toilette, gibt Kot ab oder die Toilette ist total zugekotet und ohne sich die Hände zu waschen, geht er jetzt zu den Wattestäbchen und fasst da irgendwie dran. So, jetzt mal ganz im Ernst. Also, ich meine, kann das sein? Ja, das kann sein. Es kann auch sein, dass du jetzt gerade, ich sehe deine Hände nicht, es kann sein, dass du kotverkrustete Hände hast. Aber ich meine, man muss auch mal überlegen, dass wir in einer echten Welt leben, in der auch echte Abläufe davon abhängen, dass Menschen gegenseitig aufpassen, dass der Laden läuft. Also in so einer Wattestäbchenfabrik werden schon mehrere Leute darauf aufpassen, dass die Toilette nicht kotverkrustet ist oder dass nicht ein Mitarbeiter, der an Bandwürmern oder Fadenwürmern erkrankt ist und total ausgemergelt und müde ist, dass der dann da arbeitet. Also man muss auch mal ein bisschen den Bezug zur Wirklichkeit halten. Und dann kommt, nehmen wir mal an, das gäbe es trotzdem. Wir haben jetzt also eine kotverkrustete, fadenwurmverseuchte Wattestäbchenfabrik. Aber selbst dann vertrocknen die Fadenwürmer. Ich muss übrigens dazu sagen, ich bin auch Beauftragter für gentechnische Sicherheit. Also ich sage das jetzt nicht nur als Kriminalbiologe, sondern als auch jemand, der auch rechtlich dafür zuständig ist und beim TÜV einen Kurs hat und eine Zulassung dafür hat und so weiter, dass keine gentechnisch veränderten Würmer zum Beispiel irgendwie in der Gegend rumwandern. Also ich sage das jetzt nicht so als Meinung, sondern ich sage das als sachverständige, biologische, tatsächliche Äußerung. Und mir fallen einfach keine Lebewesen ein, die als jemand, ich habe in Marmeladenfabriken mir angeguckt, was da rein und raus läuft. Ich habe mir das in so vielen verschiedenen Produktionsstätten angeguckt, auch biotechnischen. Ich wüsste keinen Weg, außer dass das ein- oder zweimal durch einen Freak-Unfall passiert. Natürlich, das kann natürlich immer sein. Dass zum Beispiel der Klassiker ist, du hast in der Marmelade, hast du dann ein Stückchen von einer Biene, weil halt irgendwo eine Dachluke auf war in der Marmeladenfabrik und dann ist halt eine Biene zu dem süßen Geruch hinterher geflogen. Ne? Also sowas kann immer mal passieren. Aber alles andere, ich weiß nicht, wie das funktionieren soll, vor allem wegen der Trockenheit und vor allem deswegen, weil die ja auch weiter ihre Produkte verkaufen wollen. Wenn die Produkte also irgendwie verschmutzt oder schädlich ankommen, dann wird die ja kein Mensch mehr kaufen einfach. Ne? Dann bricht der ein Geschäft innerhalb von ein, zwei Tagen zusammen. Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, ob du da dich auch mit der Prüfung auskennst, dass quasi solche Wattestäbchen, die werden ja, also für quasi Hersteller, die in Deutschland verkaufen, werden diese Stäbchen wahrscheinlich ja auch in Deutschland geprüft. Ob die Konformität. Ja, das muss nicht sein. Also du kannst auch, also ich kann dir mal Beispiele sagen, wie du auch, sagen wir mal etwas, für, sagen wir mal, du wärst jetzt super ängstlich. Ne? Ich rede jetzt also wirklich immer nur für super ängstliche Leute, nicht für Journalistinnen, die so wie du jetzt wahrscheinlich sozioökonomisch und vom Bildungsstand her bist du nicht so leicht zu verängstigen wahrscheinlich, wie Menschen, die jetzt nicht so guten Zugang zu Bildung haben und nicht so entsprechend ausgebildet sind und Prüfungsmöglichkeiten haben. Also es gäbe die Möglichkeit, dass du die Wattestäbchen auch ohne Prüfung auf den Markt bringst, und zwar in folgender Weise. Nehmen wir mal an, du hast zum Beispiel eine DIN-ISO-Zertifizierung, also deine Prozessabläufe in der Fabrik sind mit DIN-ISO 9001 oder sowas geprüft. Das heißt, da wird festgelegt, was machst du mit einer E-Mail, wo wird ein Lieferschein abgeheftet. Das ist ganz deutsch und mittlerweile international festgelegt. Das heißt, du kannst alle Ketten von wo kam die Watte her, wer hat die wann wo produziert, welcher Mitarbeiter hat wann an der Maschine gestanden, aber wie gesagt auch, welcher Kunde hat uns mal eine E-Mail geschrieben, wann hat die wer bearbeitet. Das wird alles genauestens festgelegt und wenn du diese Zertifizierung hast, dann gilt die mehrere Jahre. Dann, also das heißt, du könntest die jetzt meinetwegen 2019 gemacht haben und dann würde die 2021 auch noch gelten. Das heißt, dann hättest du jetzt keine Dauerprüfung, wie ein sehr ängstlicher Mensch sich das wünschen würde, dass jedes einzelne Wattestäbchen da geprüft wird. Und das Zweite ist,
Du kannst auch eine zum Beispiel hygienische Prüfung, die kannst du natürlich auch beantragen, irgendwo beim TÜV, bei einem Prüflabor, bei mir. Ich mache das auch. Ne? Also ich prüfe für sehr, sehr große Firmen, die niemals erwähnt werden wollen. Also die würden hier wahrscheinlich einen Auftragskiller vorbeischicken, wenn ich erwähnen würde, wer das ist. Also jetzt ist spaßhaft gemeint, aber die nehmen das sehr, sehr ernst. Die schicken mir Proben. Ich weiß also selber, wie das ist. Und wie gesagt, es gibt meistens lächerliche Beimengungen. Zum Beispiel, du hast in einer riesigen Charge, die in einem Container mit dem Schiff verschickt wird, ja, da geht es um Millionenbeträge, da hast du dann ein Insektenbein. Da würde ich als Biologe sagen, ey Leute, habt ihr echt keine anderen Probleme? Insekten sind überall. Wir leben in der Welt der Insekten. Das ist völlig egal. Dann sagen die, ja, dir ist das egal, aber unserem Kunden nicht. Weil wenn das hinterher in einem Produkt landet, wo das ein Kunde oder eine Kundin sieht, dann gibt das einen Riesenskandal, dann haben wir wieder dieses Verkaufsproblem. Also das heißt, ja, es kann immer mal wieder auch in einem geprüften Verfahren etwas passieren, weil nicht jede Packung und jedes Wattestäbchen und so weiter geprüft wird. Aber dadurch, dass die Firmen, die in Industrieländern überhaupt nur in den Verkauf gelangen, alleine schon aus Imagegründen diese ganzen Prüfverfahren und Zertifizierungen und Qualitätsmerkmale haben, brauchst du dir da echt keine Sorgen machen. Weil die einfach Angst davor haben, pleite zu gehen innerhalb von kürzester Zeit. Klingt schlüssig. Ja. Okay, ich überlege gerade, wollen wir uns einfach mal sowas anschauen? Wir haben ja irgendwie zwei Schnelltests, wollen wir die mal das Mikroskop legen? Ja, genau. Also du hast gerade noch was ein, was du noch ergänzen wollen würdest. Nee, also von den Fragen her war es das eigentlich. Also ich muss auch was Gutes nochmal sagen. Also normalerweise ist das so, dass die Leute, die ich hier einlade ins Labor und dann sage, gucken Sie sich selber unter dem Vergrößerungsgerät an, Sie brauchen mir nichts glauben. Ich möchte nicht, dass Sie mir was glauben. Glauben ist scheiße. Ja. Wissen und prüfen, niemals glauben. Vertrauen Sie niemandem, vertrauen Sie mir nicht, vertrauen Sie sich selber nicht, prüfen Sie es einfach. Ich gebe Ihnen die Geräte hier und dann zeige ich Ihnen, wie es geht und dann können Sie sich das selber angucken. Zum Beispiel, das ist besonders wichtig, weil häufig entstehen die Würmchen auch gar nicht durch die Textilfasern an sich, sondern dadurch, dass die Haut zusammengerieben wird und die Haut ist das Würmchen. Das ist ein Würmchen aus Haut, in dem dann diese Textilfaserwürmchen drin sind, was dann so wie Eingeweide aussieht. Das kannst du dir auch auf dem vorletzten Video, das heißt auch irgendwie Morgellonen oder so, da kannst du dir das auch mal angucken. Und ich habe die gute Erfahrung gemacht, dass jetzt in dieser Corona-Zeit, wo das jetzt gerade so hochkocht, also heute ist ja der 28. März 2021 und ich habe halt wirklich Hunderte und Tausende von Anfragen bekommen, meine Frau auch dazu. Ich muss sagen, eine Sache ist nicht passiert. Normalerweise kommen die Leute und sagen, okay, wir haben jetzt gesehen, das ist ein Insektenbein und ich habe einen Garten. Und sie haben das Insekt bestimmt und sie sagen, das ist ein Insekt, was hier in der Region im Garten um diese Jahreszeit lebt. Das kann ich auch selber prüfen, indem ich mir das in Büchern angucke oder an der Uni frage. Das heißt, dieses Insekt kann nicht in meinem Körper oder auf der Haut leben. Das kann auch nicht mit irgendeinem Stäbchen in meinen Körper gebracht worden sein, was jetzt gerade neu ist. Also gut, dann habe ich was anderes. So, dann habe ich das gemacht, was Sie gesagt haben, nach Borrelien getestet. Borrelien habe ich auch nicht. Dann bin ich zum Hautarzt gegangen oder Hautärztin. Die haben gesagt, nee, Sie haben aber nichts. So, also, das glaube ich alles. Also muss es etwas Unbekanntes sein. Es sind also noch nicht entdeckte Strahlen. Dann sage ich so, ja, passen Sie auf, das kann ich jetzt nicht mehr prüfen. Wenn Sie mich jetzt fragen, leide ich an einer unbekannten Strahlenquelle oder nicht, dann kann ich Ihnen dazu sachverständig keine Auskunft geben, weil ich das nicht prüfen kann. Ich kann keine unbekannten Strahlen prüfen. Kann es die geben oder nicht? Klar, weiß ich nicht. Klar kann es die geben. Weiß ich jetzt nicht. Ne? Kann ich Ihnen nichts zu sagen. Und das ist jetzt nicht passiert. Also ich muss sagen, Corona hat irgendwie dazu geführt, dass die Menschen der naturwissenschaftlichen Untersuchung erstaunlicherweise mehr zuhören als früher. Also das war total, ich war total perplex, du merkst das richtig, ne? Also ich dachte so, hä? Jetzt wird es noch schlimmer und noch aufgeregter und verwirrter, aber ist gar nicht so. Wie gesagt, ich habe gestern 1,5 Stunden mit den Menschen, die Masken und Impfungen nicht mögen, geredet. Das war total angenehm. Das war, also so gesehen, hat das auch eine gute Seite, ne? Hat auch was Positives. Doch, wirklich. Ja. Hat's wirklich. Oder zum Beispiel, als ich gesagt habe, vorgestern, habe ich gesagt, guck mal, bevor ihr mir jetzt massenhaft die ganzen Sachen schickt oder irgendwelche Videos guckt oder euch verrückt macht und nachts wach liegt, besorgt euch doch selber das, was euch interessiert und kauft, guckt es euch mit der 3-Euro-Lupe von eBay an.
Und dann haben die Ärzte das gemacht und da waren auch viele Leute dabei. Ich meine, sonst beschäftigst du dich ja gar nicht damit, die so ängstlich sind. Und die haben dann geschrieben, also ich würde mal sagen, das waren jetzt innerhalb von 3 Tagen bestimmt bei mir 10 Leute alleine, was viel ist, weil erstmal die Lupe besorgen und so, ne, innerhalb der kurzen Zeit. Und die haben alle gesagt, jetzt bin ich beruhigt und ich habe gesehen, das sind Textilfasern und ich habe auch gesehen, dass die am Ende so ausgefranst sind und so sieht ja kein Wurm aus, weil der ist ja am Ende nicht ausgefranst irgendwie und es sieht vor allen Dingen auch aus wie die anderen Fasern, die ich da habe, nur halt mit einer anderen Farbe und jetzt kann ich wieder beruhigt schlafen und habe keine Angst mehr. Also das fand ich gut. So. Also für die, die jetzt zuschauen, hier auf dem Bildschirm ist jetzt die Journalistin vom Korrektiv. Also nicht wunder, wenn ich rede nicht mit mir selbst, sondern ich rede mit ihr über Zoom. Ich hole noch ein paar Handschuhe. Die bräuchte ich natürlich jetzt nicht, aber das mache ich jetzt einfach trotzdem mal, damit Das nicht nachher heißt. irgendwie. Genau. Und jetzt hattest du mir ja 2 so Tests geschickt. Hatte das einen Grund, warum die beiden Sorten dich interessiert haben? Das fragt jetzt vielleicht irgendjemand. Oder ist das Zufall? Das ist tatsächlich Zufall. Also wir haben so ein bisschen recherchiert, welche Tests vor allem in diesen Videos zu sehen waren und haben da auch die Hersteller kontaktiert, Ach so. haben aber die Tests jetzt nicht gefunden, weil es da eben aktuell einfach auch schnelle Tests zu bekommen eher so ist. Man geht in eine Apotheke und dann haben die halt einen Hersteller meistens oder maximal zwei. Und wir haben dann einfach mal zwei gekauft, die eben nicht irgendwie so ein Spucktest oder sowas sind, sondern einfach irgendwie so Stäbchen irgendwie haben, damit wir uns das mal angucken können, Ach so, ich ob das verstehe. da. Also hier habt ihr, also die beiden sind das, aber also hier steht auch drauf, Beijing Hot Gen Biotech, also die sind aus China. Beijing ist Peking. Das ist so ein ELISA-Test, der also diese Streifen macht wie ein Schwangerschaftstest. Und das hier hat einen deutschen Vertrieb, aber nee, ist auch aus China. Hangzhou, ja, ist Zhejiang. Ja, gut. Also Passt die. ganz gut also die Leute behaupten oft in diesen Videos irgendwie irgendwas davon, dem Test ist made in China und da deshalb seien da auch diese Ja. Fäden drauf. Das ist ja ganz gut, wenn wir Flex, weil haben die irgendwie aus Die China sind beide kommen. aus China. Ja. Der eine hat einen deutschen Vertrieb. Da sind diese ganz normalen Wattestäbchen drin, die benutze ich auch. Allerdings, ich benutze noch welche, die in so einer Sonderhülle sind, damit man die zurückstecken kann. Das ist ja hier jetzt nicht nötig, die schmeißt man ja direkt weg. Also, das sind stinknormale Wattestäbchen. Für die, die das nicht so gut sehen können jetzt, also, das kann man sich vorstellen wie ein Ohrenstäbchen, was ganz lang verlängert ist. Oder Frauen kennen das vielleicht vom Frauenarzt als Abstrichstäbchen. Man benutzt diese Watte, die da am Ende ist, benutzt man dazu, um wie mit so einem Wischmopp, wenn man über den Boden geht, dann bleiben halt Fusseln und Zeugs dran. Es ist exakt dasselbe wie mit dem Wischmopp zu arbeiten. Nur halt winzig, es ist ein winziger Wischmopp. In der Nase wischt er dann halt Schleimhaut und sowas auf. Ich reinige nochmal kurz die Oberfläche von dem Vergrößerungsgerät hier. Ja, da können wir hier ausnahmsweise sogar ich habe hier so extra schicke professionelle Kleenex-Tücher. Hier können wir die hier nehmen. Oder von welcher Marke auch immer. Ist egal. Könnt DM, Rossmann, Butnikowski. Völlig egal. Das hier ist ein. Das erkläre ich vielleicht auch mal kurz, was das hier ist. Das ist ein Vergrößerungsgerät. Aber warte mal, du kannst es gar nicht sehen. Das ist ein Vergrößerungsgerät. Das hat hier eine zehnfache Vergrößerung an den Augen und hier an der Seite, wo ich gerade drehe, hat das nochmal eine zehnfache Vergrößerung. Also hundertfach insgesamt. Das ist schon ganz ordentlich. Also das war das teuerste Gerät, was ich jemals in meinem Leben gekauft habe. Also sieht jetzt vielleicht schon ein bisschen oll aus, aber das ist my precious, my precious. Und ich nehme jetzt diesen Wattetupfer hier mal raus. Ich gucke mal, was hier steht. Jiangsu Shengfeng, ja, der ist aus Yangzhou, ja, der ist aus China. Der sieht weiß aus. Ah, es könnte sein, dass das gar keine Watte ist, sondern vielleicht ist es auch Kunststoff. Es kann auch ein Kunststoff sein, ja. Jetzt gucken wir mal da Ich habe, durch. ich glaube, beim RKI oder so stand es, dass manche von diesen
Stäbchen irgendwie aus so Kunststofffasern sind quasi, ja. Ja, der ist aus Kunststofffasern, ja. Und ich muss aber sagen, das könnte jetzt auch hier passieren, weil natürlich Kunststofffasern sind, die können sich elektrostatisch aufladen. Also ehrlich gesagt ist das gut, dass wir hier so ein... Ah ja, sehr gut. Da sieht man nämlich auch, dass einzelne Fasern abgegangen sind. Sehr, sehr gut. Das zeige ich jetzt gleich mal. Mhm. Ich lege hier so einen kleinen Maßstab daneben. Dieser Maßstab hier, das sind Millimeter. Das kannst du jetzt nicht sehen, aber wenn du nachher in den Fotos oder in den Videos das siehst, dann siehst du da einen Millimeter-Maßstab. Das ist ganz wichtig, weil man braucht eine Farbskala, jetzt in dem Fall nicht, weil es weiß ist. Und wenn man das berührt, tatsächlich gehen diese Fasern ab. Das kann man also wirklich gut sehen, wenn man hier durchguckt. Da könnt ihr jetzt so langsam sehen, am Ende, also da, hier Bild jetzt rechts, da ist tatsächlich die schwarze Faser, die da drin hängt. Jetzt sind wir bei einer 32-fachen Vergrößerung hier. Da ist sie also. Ich bin mal ganz vorsichtig, damit hier bloß nichts verloren geht. Mal sehen. Da ist sie. Sehr, sehr gut. Man kann sie eigentlich nicht. Ah ja, wunderbar. Da könnt ihr sie ganz genau sehen. Herrlich. Jetzt sind wir bei 50-facher Vergrößerung. Das ist unsere Faser. Ich kann sie noch weiter vergrößern, aber das bringt wahrscheinlich nicht mehr viel. Und diese schwarze Faser ist jetzt so zusammengedreht. Also das sieht jetzt schon anders aus als die anderen. Die anderen sind alle gerade, also die weißen Fasern sind alle gerade. Und diese hier ist jetzt schwarz und bewegt sich jetzt auch schon. Und zwar entweder, weil ich rede durch den Luftzug oder weil da so elektrostatische Kräfte wirken. Das kennt man, weiß ich nicht, als Kind hat vielleicht mal jemand so einen Plastikstab über eine Wolldecke oder sowas gerieben und dann kleben da so Konfetti-Teilchen dran, Papier oder so. Ich glaube, jeder hat schon mal was Elektrostatisches gesehen oder Haare, die irgendwo an der Oberfläche dran kleben, obwohl sie eigentlich runterfallen müssen. Ja, zack, perfekt. Da haben wir schon direkt unsere erste schwarze Faser. Ich vergrößere sie mal ein bisschen. Jetzt muss ich nur... Ja. Ich wollte nur fragen, woran liegt es jetzt, dass die sich dann irgendwie anders krümmt oder bewegt als jetzt irgendwie der Rest? Weil die irgendwie eine andere Größe dann hat oder auch anderes Material ist oder so? Nee, glaube ich, also das mit dem Material müsste ich mal gucken, denke ich aber eher nicht. Nee, das liegt daran, weil die ist nicht reingebaut. Also die anderen Fasern, stell dir eine Klobürste vor, das hier funktioniert exakt wie eine Klobürste. Da sind quasi die Fasern in der Klobürste drin, stecken da drin. Nur, dass einige rausfallen jetzt auch von denen. Aber die schwarze Faser ist nie da reingesteckt worden. Das heißt, das ist irgendeine, die da in der Fabrik rumfliegt. Ich denke mal von schwarzen Masken vielleicht oder von sonst irgendwas. Also, und die ist jetzt wahrscheinlich elektrostatisch da dran geraten und hängt jetzt da drin. Und deswegen bewegt die sich überhaupt. Die anderen bewegen sich gar nicht, weil die kleben sofort an dem Plastik fest oder sitzen noch wie die Klobürstenborsten da drin. So kommt das. Also das war hier diese Verpackung. Jetzt machen wir die andere auf von Hotgen. Hotgen, das ist auch ein schöner Name. Und da wird wahrscheinlich jetzt dasselbe wieder drin sein. Nämlich so ein, was so aussieht wie ein Schwangerschaftstest, dieser ELISA halt. Und hier steht Swap for Single Use. Shandong Weigo aus Weihai, also ist auch China, hat man ja vorhin schon gesagt, aber die Wattestäbchen können ja nochmal von woanders herkommen, als der die dann mit zusammen mit dem Tester reinpackt. Hier öffne ich jetzt auch die Verpackung. Ja, das ist auch, das sieht mir auf den ersten Blick auch aus wie Polyester oder irgend sowas. Das ist also jetzt länglicher, also ist ein, kannst du wahrscheinlich kaum erkennen, aber ich mache Fotos dann. Ist ein bisschen länglicher. Ich teile es mal, vielleicht wenn man es vor schwarz hält, kann man es besser sehen, so. Und ist jetzt quasi eine längliche, eine Flaschenbürste. Keine Klobürste, sondern eine Flaschenbürste, falls noch jemand Flaschenbürsten kennt. Wenn ich sehe, welche Masken hauptsächlich verkauft werden, also jetzt in Großstädten, ne? Ich habe es jetzt nur gesehen, Berlin, Hamburg, München, Köln und so weiter. Ich weiß jetzt nicht, wie es in kleineren Städten unbedingt ist. Die meisten Masken sind halt schwarz. Also jetzt neuerdings. Vorher war es noch so, da haben die Leute ja so sehr fantasievoll mit Blumen und Drachen und so gehabt und verschiedenen Farben. Aber selbst da, als die Alltagsmasken in Umlauf waren, selbst da war schon sehr viel schwarz. Sehr viele schwarze Masken. Und ich denke, das kommt einfach daher, dass extrem viele schwarze Fasern verarbeitet werden.
Es könnte auch noch einen anderen Grund haben. Es könnte auch sein, dass es die Arbeitskleidung von den Leuten dort ist. Also weiß ich jetzt aber nicht, ne? Oder. Also da gibt es wirklich so unendlich viele Möglichkeiten. Nee, also hier an dieser Klobürste, Entschuldigung, Flaschenbürstenartigen ist nichts dran. Aber macht ja nichts. Dann trotzdem Ich, guter Vergleich. ja, und es gibt auch, und es ist auch noch gut, dass wir eine zweite Marke hatten. Also gut, dass du mir die geschickt hast, weil bei dieser hier gehen die normalen Fasern, die auch da sein sollen, die gehen auch nicht ab. Also die hier ist viel besser verarbeitet. Wir haben also eine, die ist sowieso schlechter verarbeitet, da ist auch die schwarze Faser dran. Und dann haben wir eine, die ist besser verarbeitet, da ist keine Faser dran. Ist jetzt natürlich, kann auch Zufall sein, aber ist auf jeden Fall sehr interessant. Aber davon, dass da so Fasern abgehen, geht ja keine Gefahr aus, aber macht es nicht irgendwie Nee, überhaupt schlimm. nicht. Nein, das ist völlig egal. Also das spielt keine Rolle. Also ich erkläre vielleicht auch mal, warum. Also man hat ja Schleim in der Lunge und im Mund und überall. Und der transportiert und so kleine Härchen und die also in der Lunge und die transportieren halt, selbst wenn da mal was wäre. Ich meine, du atmest den ganzen Tag Fasern ein. Also wenn du länger als eine Stunde in deiner Wohnung rumläufst, dann hast du hunderte von Fasern eingeatmet, die runtergefallen sind von deiner Kleidung, vom Teppich oder sonst irgendwas. Und die hast, wenn du die alle in der Lunge hättest, dann würdest du nicht länger als 2 Monate leben oder so. Dann wäre deine ganze Lunge voll mit Faserstückchen oder 2 Jahre, ich weiß nicht. Ja, super. Also also ich kann das verstehen, dass man das ungewöhnlich findet, aber wirklich tut mir leid, absolut kein Grund zur Aufregung. Und wie kannst du dir jetzt quasi sicher sein, dass es nicht doch irgendwas ist, was in irgendeiner Form, ich nenne es mal, lebt? Ja, Also also kann ich ja gleich mal mikroskopieren. Also es gibt bestimmte Bestandteile bei Lebewesen, Würmchenförmigen. Ich kenne mich mit denen tatsächlich aus, nicht nur, weil ich mit Maden von Leichen arbeite, sondern auch mit Fadenwürmern, die durchsichtig sind, aus der Erde gearbeitet habe und so. Da habe ich, wie gesagt, auch meine Diplomarbeit drüber gemacht. Das ist manchen Leuten immer wichtig, in Deutschland zu erklären, woher man das genau weiß. Das mache ich auch gerne. Und die haben bestimmten Körperaufbau. Also jedes Lebewesen muss bestimmte Organe haben. Zum Beispiel irgendwo muss eine Art Mund sein oder eine Mundöffnung, was reinkommt. Oder es muss zum Beispiel Muskeln haben, wenn es ein Tier ist, damit es sich irgendwie fortbewegen kann. Oder Pflanzen bestehen aus bestimmten faserigen Bestandteilen. Oder weibliche Tiere müssen irgendwelche Eizellen oder weibliche Geschlechtsorgane haben. Oder bei männlichen Tieren hast du meinetwegen Spermien oder so. Also es gibt ganz viele Körperbestandteile. Oder die Oberfläche muss, wenn die auf einer glatten Oberfläche sind, muss sie vielleicht irgendwie geringelt sein oder die müssen sich zusammenziehen können, damit sie sich überhaupt fortbewegen können. Viele Lebewesen haben Borsten oder kleine Zilien, heißt das, oder so, Fortsätze am Körper. Also es gibt einfach, der Unterschied zwischen Nichtlebenden und nie gelebt Habenden, muss man dazu sagen. Also keine Zombies oder so. Irgendwas, was noch nie gelebt hat und dem, was lebt, ist immer, dass du hast in den Nichtlebenden, zum Beispiel Textilfasern und so, hast du keinerlei Organe. Ich mikroskopiere es aber noch unter viel größerer Vergrößerung als das, fotografiere das auch noch und schicke euch das dann auch mal. Dann könnt ihr das auch Okay. sehen. Das klingt top. Ja, einwandfrei. Cool. Also, ich verstehe jetzt übrigens auch noch was. Ich habe mich immer gefragt, warum mich die Leute fragen, warum in diesen eigentlichen Tests, die wie Schwangerschaftstests aussehen, warum da diese Fasern sind. Aber jetzt verstehe ich das. Es geht um die Wattestäbchen, die dabei gepackt sind. Also jetzt habe ich auch noch was gelernt. Sehr, sehr gut. Ja, voll gut. Perfekt. Ich möchte dir aber nochmal danken, also jetzt sozusagen auch für die Kamera, die da steht, dass ihr das halt mal prüft und dann vielleicht auch ein bisschen verbreitet, weil, wie ich das jetzt schon ganz oft gesagt habe, es ist natürlich auch schade, wenn Menschen nicht mehr schlafen können oder Angst haben oder Angst vor einer Untersuchung haben oder von einem Test, weil sie dann denken, sie werden da irgendwie vergiftet oder so. Also ich finde, da macht ihr eine coole Sache. Ich ahne schon, dass das für dich wahrscheinlich der langweiligste Auftrag ist, den du jemals hattest, aber trotz, nee, überhaupt nicht, okay. Also. Wir waren auch, wir haben uns das ja auch alle angeschaut und waren auch so, wir können schon nachvollziehen, warum das bei Leuten irgendwie Ängste auslöst. Also wenn man das halt sieht und da bewegt sich, also ne, und wenn man das einfach nicht einordnen kann und so, deshalb sind alle auch bei uns in der Redaktion ganz gespannt, was Okay, rauskommt. gut. Ja, deshalb, ja. So, werdet Mitglied beim Korrektiv, der sehr guten Vereinigung, die alle möglichen Tatsachen, nicht nur wenn es um medizinische, biologische oder sonstige Dinge geht, Gesundheitsdinge, sondern auch alles andere für euch prüft. Dankeschön. Bis gleich. Ciao. Ciao. Tschö. So, jetzt habe ich das Zoom-Meeting ausgemacht.
und filme nochmal für euch da durch. So, das ist jetzt das zweite, also sozusagen das reinere Stäbchen, was ein bisschen besser verarbeitet ist. Das andere ist auch okay, aber das hier ist natürlich besser. Wenn man da näher rangeht, sieht man, also da ist nichts drin. Ich meine, gut, in dem anderen war auch nur eine einzelne Faser drin, aber ich habe die Faser jetzt mal genau in die Mitte des Bildes gelegt mit dem Tupfer. Das war achtfache Vergrößerung. Jetzt machen wir wie mit einem Satelliten oder sowas oder mit einem Kran, gehen wir mal näher ran. Jetzt seht ihr schon, jetzt hier bei der 20-fachen Vergrößerung könnt ihr sie eigentlich schon ganz gut erkennen. Ja, kann man eigentlich sehr gut erkennen, dass da jetzt eine Faser liegt. Das ist jetzt eine 40-fache Vergrößerung. Jetzt sind wir bei 80-facher Vergrößerung. Also es ist auch schön zu sehen, dass das eine andere Sorte Faser ist, ne? Und das ist 100-fach. Also das ist nicht diese gerade kurze Faser, die ihr da gesehen habt oder die ihr sehen könnt im Hintergrund sozusagen, sondern das ist jetzt tatsächlich also irgendwas anderes, eine Textilfaser. So, jetzt haben wir die Faser hier unter dem Vergrößerungsgerät liegen und zwar unter dem Mikroskop. Das ist jetzt erstmal sozusagen nur eine 40-fache Vergrößerung, aber das Licht ist hier ganz anders und viel besser. Und was ich jetzt schon sehe ist, es ist eine blaue Faser, sie sah nur schwarz aus, aber wenn man jetzt richtig viel Licht durchballert und das Mikroskop verwendet, dann sieht man, dass es eine blaue Faser ist. Und da habe ich natürlich sofort einen Verdacht, das ist die Arbeitsbekleidung von den Leuten in der Fabrik. Vielleicht haben die blaue Kleidung an, das gibt es ja. Jetzt verstelle ich das mal auf eine Stufe größer. So. Damit sind wir jetzt bei einer Vergrößerung von... Ach, wunderschön. Ach Mann, ist das geil. Ah, sweet! So, hier können wir jetzt sehr schön sehen, blaue Faser, hat stumpfe Enden, nichts Lebendes ist da drin zu sehen, es sieht also aus wirklich wie eine typische Kleidungsfaser, aber wir gehen trotzdem nochmal näher ran und gucken mal, ob wir innen drin nicht doch noch irgendwas Größeres finden. Klar, mache ich natürlich. Das ist jetzt 200-fach gewesen. Jetzt gehen wir mal noch größer. Auf 400-fach. Und jetzt könnt ihr sehr, sehr schön sehen, da ist nichts drin, was man so in einem tierischen Körper sehen würde. Keine Organe oder sowas. Und da seht ihr das stumpfe Ende von der Kleidungsfaser hier. Toll. Also ein schönes Mikroskop, wirklich. Und jetzt, einfach weil wir es können, gehen wir noch eine Stufe höher. Bei ein bisschen veränderten Lichtbedingungen so. Könnt ihr das mal sehen, das kennt ihr jetzt schon. Hier ist die Schlaufe, die wir vorhin gesehen haben. Und wenn man dann so ein bisschen runter geht, sieht man diese stumpfen Enden, also dass das quasi abgerissen ist von der Bekleidung oder sich abgenutzt hat oder runtergefallen ist. Also da lebt nichts. Und wenn ich das jetzt natürlich trocknen lassen würde und dann wieder ein bisschen feucht machen würde, würde sich das halt auch bewegen. Ist ja klar, weil die Feuchtigkeit sich dann reinzieht. Jetzt habe ich es ja eingezwängt zwischen dem Objektträger und dem Deckgläschen. Toll.